Hallihallo und willkommen zurück zu Eurotruck Simulator 2. Wollen wir noch mal schauen, was wir heute fahren? Fahren wir... In London möchte ich nicht fahren. Nein, Osnabrück nach Hamburg haben wir nicht irgendwas in Magdeburg. Was haben wir denn in Leipzig? Leipzig nach Rostock, kenne ich schon. Von Leipzig nach Nürnberg. Dann würden wir dort auch mal eine neue Strecke fahren können. Nee. Amsterdam nach Liverpool. Auch wieder in die Hose, wenn ich sowas fahre. Fahren wir doch mal irgendwas von Hamburg aus. Nach Grüningen. Von Hamburg nach Grüningen. Ja. Da stecken wir dann auch eine neue Stadt auf. Und wie ihr seht, habe ich jetzt einen gewissen Mod drinne. Die Brutal Environment. Der das Ganze so ein bisschen schöner machen soll. Ich sehe ja auch total viel in meinem LKW selber, ne? Wollen wir mal anschauen, wie der Mod so ist. Ich habe wieder vergessen, mein Radio anzumachen. Ich drücke hier einfach mal wirr irgendwo rum. In die Richtung möchte ich. Kommt einer? Da kommt auch einer. Ich sehe so viel von der Seite. Jetzt kommt keiner mehr. Fahren wir noch mal ganz schnell rüber hier. Der geht ja gut ab, der LKW, muss ich ja sagen. Schön bei Nacht fahren, warum auch nicht. Die grüne Ampel nehmen wir auch noch mit. Ja, schön, dass ich in diesem dunklen LKW überhaupt nichts sehe von meinen Armaturen großartig, außer das, was beleuchtet ist. Ist ja schick gemacht. Und dann holzen wir hier mal rüber. Ich würde ja mal gerne wissen, was das hier so für ein LKW ist. Das ist ein Iveco. Nicht schlecht, weil der geht echt gut ab, muss ich sagen. Allerdings, fahren auch nur Tomaten. Haben wir irgendwo... Ah, der Frachttomaten. Naja gut, wir haben auch nur 18 Tonnen. Das ist also auch eigentlich überhaupt nicht weiter dramatisch. Ist ja kein großes Gewicht. Aber ist ja schön, dass sie für uns die Ampeln hier grün machen. Das habe ich mir doch schon bald gedacht, dass der da... Ja, was soll der Mist denn? Jetzt fährst du auch wieder rüber. Ja, weil du abbiegen willst. Das kannst du aber nicht vorher wissen, oder wie? Ah, aber hochziehen... Da tut er sich genauso schwer wie alle anderen. Fahren wir mal schön auf die Autobahn. Gib Stoff, gib Stoff, Junge, gib Stoff. Wir dürfen 80 fahren. Machen wir mal schön das Fernlicht an, damit wir mal ein bisschen was sehen. Und
so wie ich das sehe, funktioniert dieses Pack auch. Das Grafikpack ohne Probleme. Boah, zieh dich den Berg hoch, na los. Kommen ja auch nicht auf Touren, ne? So, nachts ist es natürlich gefährlich, schnell zu fahren, weil man dann durchaus schnell mal in einen Blitzer hineingeraten kann, aber was soll's? Das bekommen wir schon irgendwie hin. Bleibt der bei 90. 89. Ich drücke hier gerade meine Tastatur schon bald in den Tisch hinein, aber der will einfach nicht großartig Gas geben. Na, jetzt kommt er ja mal so langsam. Langsam, aber gemächlich. Ach ja, so ein bisschen schön bei Nacht fahren ist ja auch eigentlich gar nicht so verkehrt, ne? Ah, also ich musste sagen, ich finde dieses Grafikpad gar nicht mal so schlecht. Hübsch das Ganze nochmal so ein bisschen auf. Kann ich nichts gegen sagen. Aber die Schilder da hinten kann ich trotzdem noch nicht lesen. Dabei könnte ich die jetzt reell eigentlich schon lesen. Sind also ein bisschen kurz eingestellt. Was sagen denn die Optionen? Alter-Einstellung, Skalierung, Anti-Aliasing, Spülungshöhe, Vegetationsgras, Schattenqualität. Spiegelsichtweite. Filterung, Normalmapping, Scheinwerfer des Verkehrs, Reichweite, Lichtkegel, Fußgänger. Habe ich Fußgänger schon mal gesehen? War ja eigentlich auch mal irgendwas so wie Unschärfe drin? Tiefenschärfe. Ah. Tiefenschärfe, deswegen kann ich die auch immer so spät sehen. Ist natürlich die Frage, ob man die Tiefenschärfe ausschaltet. Weil man ja eigentlich jetzt schon so, also reell könnte man jetzt schon so die Schilder relativ gut entziffern. So ist natürlich aber extrem nah dran. Naja gut, man hat ja zum Glück sein Navi. Dann also auch nicht weiter tragisch. Da kann man denn also doch gut sehen. Und dann kommt. Ja, mein Freund, bleib mal schön auf deiner Spur. Ich bin nämlich so ein bisschen schneller unterwegs als du. Ja, auch eigentlich relativ latent, ob du rüber gehst. Nein, er wollte wieder runter. Ich habe natürlich nicht auf die Karte geguckt, ob ich da vielleicht hätte auch runter müssen. Aber glücklicherweise wusste ich, ah, guck mal, bei der nächsten muss ich runter. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Dann muss ich wieder vorsichtiger fahren. Aber ich muss hier ja eh runter. Wieder Gas geben. Ist ja wohl logisch. Achso, einen Blinker kann ich natürlich auch ausschalten. Das ist ja aber auch ein Regen hier. Na, was fährt denn da vorne?
da vorne irgendwas? Ja klar, da spiegelt sich doch das. Fährt doch ein LKW. Und er kommt nicht wirklich den Berg hier hoch. Gib Gummi. Elefantenrennen. CBA Primer. Auch nicht schlecht. Ich habe zwar keine Ahnung, welche Firma das hier in dem Spiel ist, aber mein Gott. Ja. Über 90 erlaubt und da ist Blitzer. Ja. Ohne mich, meine lieben Freunde. Ohne mich, ohne mich, ohne mich, 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 ohne mich, ohne mich. Ist immer so teuer. Ich will ja auf meinen LKW sparen. Kann ich mir Blitzer nicht erlauben. Mal schön in der Spur bleiben hier. Ja, richtige Actionmusik beim LKW-Fahren. Ist natürlich richtig schön genial. Ja, schauen wir einen an, was da für ein LKW vor uns ist. Mit einem ollen angebissenen Apfel. Der aber farbig ist. Also nicht weiter schlimm. Hier kriegen wir Geschwindigkeit, weil es hier runter geht. Ja, ich lasse den Scheibenwischer einfach mal an, weil wir jetzt eh gleich wieder in den Regen kommen. Zieh dich hoch, zieh dich hoch. Gib Gummi. Wo sind wir denn da gerade durchgefahren? Ah. War nicht der Elbtunnel. Oh, hier haben wir einen riesen Parkplatz. Wo man im Grunde rasten könnte. Aber das müssen wir ja noch nicht, weil wir sind ja nur angestellt und fahren natürlich nie so lange umher. Aber auf jeden Fall reißen wir mit der Geschwindigkeit mal ordentlich Kilometer. 30 Kilometer haben wir noch. Das ist natürlich nicht so verkehrt. Was steht da herum? Ach, da steht irgend so ein Kunstobjekt umher. So 19 Kilometer noch. Boah, das schaffen wir auf jeden Fall sehr gut in dieser Folge. Hier wird die Folge wahrscheinlich sogar ein bisschen kürzer, oder? Ja, ich will es nicht beschreien. Ja, ein schöner Wassergraben. Aufenthalt in Groningen. Ist auch wieder nur 50 erlaubt. Ich lasse mich aber mal rollen. Muss ja sowieso hier rum. Sagen, dass ein Auto hinter mir bzw. neben mir. Ah, und hier ist ja auch gleich die Firma. Ah, dann wollen wir doch hier gleich mal aufs Gelände fahren. Ja.
Es war nur der, Scheinwischer, ich dachte, da ist irgendwas im Büro. So. Was habe ich denn eigentlich für einen Anhänger? Ja, wo waren das Fotostudio? Hier. Call me Telenor. Ja, sehr. Das Zeichen kenne ich doch. Das Sichtfeld lassen wir aber so. Die Tiefe und Schärfe und die Übergänge. Nvidia! Oh, das ist natürlich nicht unbedingt von Vorteil, dass hier solche Drachen drin sind. Also guten Tag, Leute von Nvidia. Nehmt es mir nicht übel, dass ich euch da drin habe. Mache ich trotzdem mal einen Screenshot von. Ja, das ist natürlich geil. Da hat er wirklich reell die Marken von den Firmen genommen. Und das wird nichts. Das war etwas zu steil eingeschlagen. Das sieht schon besser aus. Na los. Ja, und damit haben wir es geschafft. Ausgezeichnet. Top. 4920 haben wir uns verdient. Ja gut, war jetzt nicht so viel, aber immerhin besser als gar nichts. Wir haben eine neue Stadt aufgedeckt. Und das ist ja gar nicht mal so verkehrt. Gut. Das war es dann auch für die Folge. Ein kleines bisschen eine kürzere Aufnahme. Aber ist es nicht weiter tragisch. Wir haben unsere Fahrt beendet. Und für 2 Minuten würde es sich jetzt nicht lohnen, was Neues anzufangen. Also, ich verabschiede mich, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye, bye.